Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Black Mirror 1. Und in der letzten Folge hat sich herausgestellt, dass der Killer, den es hier gibt, dass das eigentlich Samuel selbst ist. Also ja, naja, gejagt hat er den Mörder jetzt nicht gerade. Ihm ging es ja eigentlich immer um die Schlüssel. Jedenfalls aber braucht er jetzt nicht keinen Mörder mehr zu jagen, weil er selbst ist es ja. Ich weiß gar nicht, was er sich jetzt vorgenommen hat, auf jeden Fall die Sache mit den Schlüsseln erstmal zu Ende zu bringen, ne? Schätze ich mal. Tja, offensichtlich. Er sagte, er wollte den Fluch zu beenden oder sowas. Naja. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Tja. Da tut sich nichts. Naja, Pentagramm, 5. Wir haben 5 Schlüssel, aber weiter kann ich jetzt auch nicht denken. Kugel ist es nicht. Nein. Das macht keinen Sinn, da müsste man 5 Stück haben. Ja. Aha. Aber passiert eigentlich nichts, oder? Der passt rein und Der passt dann. rein, ja. Und wenn er nochmal drauf, ne, hat er drauf getippt. Ah, Na, guck, also doch. danke, das war der richtige Hinweis. Das sind jetzt diese Ach. ganzen komischen Gebilde, also diese Darstellung, die er da gefunden hat und die er dann auch Diese immer, Symbole, sie ja. führen hierher. Ja. Dann gucken wir doch mal. Das hat er in seinem Buch. Ja, das haben wir doch alles im Buch abgezeichnet bzw. Beziehungsweise die Aufnahmen gemacht. fotografiert. Hier. Ja, wir haben ja alle 5 hier. Ja. So, das komische N. Und das gerade tropfenartige. Das Ende ist da Dieses oben. komische N. Da tut sich aber nichts. Aha. Und das gerade tropfenartige. Weißt du es weiter? Nö. Ich hab nicht geguckt, großartig. Naja, wieder so Gut. ein komisches Ding. Also Aber das nicht mit dem, tropfenmäßig, sondern so das mit dem, henkelmäßig, Tür, henkelmäßig, ach, was weiß ja, ich hier. genau, Türgriff nach links, Türgriff nach Ja, rechts. genau. Türgriff nach Ja. links, Türgriff nach rechts. Naja, im Grunde genommen sind die alle genau da. Und dann da unten, oder? Und das hier müsste dann Ja, das aber das ist letzte ja. sein. Das können wir nicht, das können Nein. wir nicht. Das können wir auch nicht. Ja, muss das hier Ja. sein. Sieh mal einer, Das sind guck. bestimmt die Katakomben, die in Marques Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Tatsächlich. Wir haben jetzt Ja. richtig Mitleid. Guck doch mal in die dunkle Ecke, die haben wir uns noch nie angeguckt. Da ist es stockfinster. Na und? Na gut. Wozu hast du Aber ein das war jetzt weiß ja nicht mehr Feuerzeug? rot. Also deswegen. Jetzt ist die dunkle Ecke weg. Ja, weil das jetzt auch nicht mehr rot ist. Du bist jetzt da Ja, gewesen, hast jetzt geguckt und können wir gar fertig. nichts mehr machen. Ja. Nö, dann können wir nur hier rangehen. Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Wer hier reingeht, kommt nie wieder zurück, oder wie? Naja, wenn er nicht wieder zurückkommt, ist nicht schlimm, oder? Ja.
dürften einige Leute etwas länger leben, ha? Ja. Vorwärts. Ach, halt, halt, zurück. Ich glaube, ich sollte das ein bisschen systematischer angehen. Wir gehen jetzt erstmal immer rechts entlang, ha? Was hältst du davon? Hier kommen Wurzeln raus. Warum sieht das schon etwas seltsam aus? Sieht alles immer so gleich aus? Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Tatsächlich, diese bösen Bäume. Warum hieß hier ein Knopf und eine Lampe und man kann nichts tun mit ihm? Hier geht's auch nur vorwärts. Sieht alles immer so gleich aus. Auf jeden Fall hier ein nettes kleines Skelett. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein paar. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Die Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Ja, hier sind überall welche, richtig. Aha. Halt! Du weißt, wie viele schon da waren. Bleibst du jetzt hier? Von der Familie Gordon. Die Knochen müssen Jahrhunderte alt sein. Kann er ja mitnehmen. Aha. Er bewaffnet sich. Dann kämpft er gegen sich selbst, oder wie? Ja, wer weiß. Also hier geht's auch nicht seitlich weg. Dann gehen wir weiter geradeaus. Da ist ja nichts. Nee. Was haben wir denn da? Geh mal zur Seite. Wir wollen das betrachten. Kerzenhalter. Ein Kerzenhalter. Hier geht's nach links. Und hier Was ist eine Öffnung. Eine Öffnung, oder? Ich glaube, ich speichere mal. Ja. Wer weiß. Eine große Kerze. Können wir doch mal anmachen, oder? Hm. Und? Ja, die gibt dir ein bisschen Licht. Meinst du, du kannst sie mitnehmen? Keine Ahnung. Aber es ist rot, bleibt rot. Ja. Ich werfe einen Blick hinein. Oh, das war nicht so günstig. So gut, dass du gespeichert hast. Ja, das war. Da hatten wir doch Glück, ja. So. Er sollte da ist das der doch Name? Nur untersuchen. Samuel Gordon. Ja. Ja. Good riddance, würde Und man im Englisch aus sagen. Aus ist die Kerze. Naja, wir können trotzdem gucken, das geht ja noch weiter. Ich meine, ich denke mal, er wird nicht das ewige Leben haben. So, gut, so, die Kerze können auf jeden können Fall wir können wir sie anzünden, die Kerze, das kann man ja machen. Aber du solltest nicht noch mal in das Loch gucken. Nee, das Loch, das schenken wir uns. Genau. Kommt davon, Ach, unsere Neugier. Guck mal, hier geht's gleich nach links. Ja. Nach rechts ging's ja nicht. Ja. Genau. Guck mal, hier sind überall Lampen mit Knöpfen, aber... Ist das auch wieder so ein Loch? Nein. Hier geht's ja, nach, sieht so rund aus. Auch. Aber es ist auf beiden Seiten und das sieht nie aus wie ein Loch. Okay. Ein nettes Gesicht war das da an der Wand, hast du gesehen? Fast so schön wie das Gesicht von Samuel. Im Killer. Rhythmus. Oder wie nennt man das? Nein, gerade so in so einer... Ah ja, ein bisschen hübscher sieht Samuel schon aus, wie die Fratze da an der Wand. Ach, guck mal. Meinst du, er hat hübsch ausgesehen, als er die Leute abgemurkst hat? Da kommen wir her. Da ist nochmal ein Loch. Ja. Vor allem, warum hat er eigentlich... Ich glaube, ich sollte wieder mal speichern. Warum hat er eigentlich den Vic getötet? Wahrscheinlich, weil der was gesehen hat, der Kleine.
Ja, keine Ahnung, warum er mich getötet hat. Naja, bei einigen kann ich es mir schon vorstellen, aber bei anderen jetzt nicht so unbedingt. So, das kann er normal stellen. Einen Blick hinein. Was? Ehrlich? Wie oft willst du noch sterben? Schon wieder. Na, das ist ja ein anderes Loch. Ich kann ja nicht wissen, dass aus jedem Loch so ein Stängel rauskommt. Ich hatte ja Samuel von vornherein irgendwie nicht so richtig, also von vornherein kann ich sagen, aber irgendwo fand ich ihn jetzt nicht gerade so toll, so wie er auf die Leute zurückgegangen ist. Also bin ich jetzt auch nicht so traurig, wenn er dann tot ist. Also, aber wir wollen ja nicht, dass er so schnell stirbt. Also jetzt, ich glaube, ich werde so schnell nicht wieder in die Löcher. Du musst bald nochmal ein drittes Fragezeichen dazu machen, dann die drei Fragezeichen, passt vielleicht besser. So. So, hier geht's links nicht mehr weiter. Moment. Es hat geleuchtet. So, dann war eine kleine Unterbrechung, war jemand an der Tür. Ja. Und jetzt machen wir aber weiter. Da müssen wir erstmal wieder zurück. Hier geht's nicht mehr weiter. Es sei denn, wir wollen nochmal sterben. In das Loch gucken, aber ich glaube, das schenken wir uns jetzt mal. Abgrund. Ach. Ich sehe den Boden nicht. Ja, siehst du. Na und? Das ist der Abgrund. Da passt du rein, du Typ, du. Mit deinen heiligen Schlüsseln. Ach, sag mal, wir haben ja kaum noch Sachen. Ja, die sind jetzt alle weg. Wahrscheinlich weil du gestorben bist. Wir haben das Tagebuch, die Kugel, nee, das glaube ich nicht. Die sind ja irgendwie die Schlüssel und das Schwert. Ja. Ich wollte nämlich gerade eine Münze aus der Geldtasche holen und reinschmeißen, weil er das ja immer so gern macht. Da haben wir nur das Schwert, da können wir ein Schwert reinschmeißen. Der macht's. Klingt tief. Spring rein. Keine Ahnung. Weiter geht's ja wohl nicht, oder? Mehr tut sich nicht. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe, wir brauchen das Schwert nicht mehr. Dann müssen wir ja alles wieder laden. Hier ist ein Ziegelstein. Vielleicht hättest du den Ziegelstein reinschmeißen sollen. Nein. Ich habe etwas in der Ferne gehört. Gut. Jetzt ist weiß. Mehr kann man hier nicht machen. Hier liegen auch Skelette rum, aber damit kann man nichts anfangen. Fahne, was ist denn das für eine Fahne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Tja, wir auch nicht. Ja, gehen wir jetzt nach hier vorne oder rechts weiter? Das heißt hier zurück, ne? Nee, ich... Hä? Ach, da ist ein Helm irgendwo. Guck mal, da ist ein Helm. Ja. Das ist da, wo der Abgrund ist, genau. Da hättest du einen Helm reinwerfen sollen. Wenn du jetzt alles reinwirfst, dann hast du bald gar nichts mehr. Schmeiß jetzt die Schlüssel hinterher. Guck mal, du hättest das Schwert lieber nicht reinschmeißen sollen. Wer weiß. Guck, jetzt ist eine Platte rausgekommen. Ja. Jetzt kann man hier nach vorne weitergehen. Nee, genau. Ich hoffe, du musst nicht kämpfen. Da geht's nicht weiter. Ach. Nach links geht's nicht. Nee. Nicht schon wieder. Da musst du speichern. Ich habe keine Lust. Aber das hat doch einen bestimmten Grund, dass da so viele Löcher sind. Oder ja, wollen sie uns nur ärgern? Ja klar, damit es länger dauert. Die wollen uns nur ärgern, stimmt's? Eine kleine Öffnung in der Wand. Aha. Was hat er jetzt geholt? Das ist gemein. Ach, da hat er. Was hat denn da rausgeholt? Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Ein Talisman.
Er passt perfekt in die Hand. Gut. Aha. Ja. Ja, hier geht's nirgendwo weiter, außer nach rechts und nach hinten. Das sieht alles so gleich aus. Ja, das ist ja das Gemeine. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Am Anfang, ja. Solltest du dir hier irgendwie Notizen machen, wo du immer langläufst? Aha, das ist das nette Gesicht. Ja, ja. Oder eine ist das in Stein gemeißelte Bestie. Bestie. Das ist ein anderes Gesicht. Nee. Das hat man noch nicht, ja? Das ist richtig. Hat man noch nicht. Ach. Aha. Das ist wohl das Ding, was du gerade gefunden hast. Das passt da wahrscheinlich rein, oder? Sieht fast so aus, hä? Aha. Geh mal ein bisschen zur Seite. Ein Ständer. Da könnte die Kugel reinpassen. Da war ja so ein Bild hier drin, hä? Ah, halt. Da war ein Bild. Schon drüber geklettert. So, hier. Na gut, setzen wir mal die Kugel rein. Ja. Wenn es passt. Aha. Ein Zettel. Zettel, gucken wir uns an. Ach so, nicht in die Hand nehmen. Aber angucken kannst du, das ist eine Karte. Ja, ja. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Sieht ja toll aus. Wahrscheinlich da, wo die Nische ist. Das ist die Nische, oder? Nee, keine Ahnung. Treppe? Sind wir hier? Wenn wir hier sind... Aha, da, wo der Pfeil dann, ist. Mhm. Ja, dann müssten wir einfach geradeaus gehen und müssten zur Treppe, Treppe kommen. Ja. Gucken wir mal. Aber guck mal, du jetzt leuchtet ja nicht, hier der Knopf. Du kannst ja hier nicht geradeaus gehen. Was? Naja, so. Zurückgehen höchstens. Ja, ja. Ach so, das stimmt, ja. Ist ja umgedreht. Richtung. Ja, ist umgedreht. Wir sind ja am Ende. Ja, ja. Ja, hier ist ein Knopf. Keine Ahnung, ob du den jetzt erstmal bewegen musst. Den haben wir ja nicht gemacht seit dem letzten. Vielleicht veröffnet sich Versterben. Dann ja. Kannst du jetzt gehen. Hier ist kein Knopf. Ja, Mama kann hier weitergehen. Hier ist ein. Hier sind zwei Knöpfe. Mach mal Licht. Hä, da stand was? Fünfter Heiliger? Was stand da? Ach, du bist auf den Schlüssel gekommen. Ist schon klar. Ja, ich bin nur zu weit runtergekommen. Das irritiert mich immer wieder, ja. Wenn du ja, da unten drauf kommst, dann steht da unten. Blockiert. So, der ist blockiert. Hä? Wir wissen ja nicht, wo wir sind. Ach, Mann. Immer wieder nehme ich es, anstatt anzugucken. Hm. Nee, man sieht uns, wir sehen uns ja nicht. Also ich bin jetzt nur straks dahin gegangen und er sagt, der Weg ist blockiert. Oder war das hier? Hm.
Wenn das so ist, dann sind wir jetzt hier. Wenn wir jetzt rechts und rechts gehen, dann müssten wir zum Eingang kommen, wenn das der Fall ist. Na, probier's. Gucken wir doch mal. Also rechts. Ja. Ja. Genau. Das ist der Eingang. Und das ist das, das Tor. So, wir bräuchten nur eine Anleitung, was wir tun müssen. Toll! Ja, ich meine, das könnte das nicht auch das mit der Kugel sein? Hier ist an. Hier ist der Typ wieder, aber er leuchtet nicht mehr. Gucken wir doch mal rechts. Vielleicht müssen wir alle Lampen anmachen. Ich sehe hier keine Lampen, nur ein Loch, was sich gleich umbringt. Ja. Da gucken wir jetzt nicht mehr rein und hier ist auch nur eine Lampe. Ja, auch. Okay, dann gehen wir hier nach links. Und wieder links. Leuchten Sie. Naja, aber hier sehe ich auf jeden Fall keinen. Hier kann man reingucken. Kein Knopf, meine ich. Hier ist nur eins von den Löchern, die dich ab. Also, naja, weißt schon. Ja. Die in einen unfreundlichen Tod bescheren. Hier geht es ja nicht weiter nach links, aber hier ist noch eine Lampe zum Anmachen. Ja. Keine. Jetzt sind wir wieder hier. Bei der Kugel. Ja. Können wir nochmal auf die Karte gucken, die du da hast, die er da hat? Ja, gleich. Rechts, links. Ja, ja, man kann eigentlich nur mit den Knöpfen was machen. Das da oben, ist das die Kugel, um die es da geht? Das hier? Ja, das ist dieser Raum. Genau, meine ich doch. Und da ist die Treppe, da ist der Eingang. Der Eingang. Meinst du? Ja. Ja, habe ich geprüft. Alles klar, okay. Wir wollen aber zu der Treppe, ne? Oder nicht? Wo wollen wir eigentlich hin? Du meinst diese hier? Ja? Ich glaube, das ist keine Treppe. Wir Gut. gucken gerade mal. Was mag das sonst sein? Hier. Aber hier ist keine Treppe. Nee, geh doch mal noch mal hier eins weiter. Vielleicht ist dann. Ach nee. Ja, genau. Wenn wir jetzt nach oben gehen könnten? Nee, ist nicht. Du hast recht. Das ist das mit der Kerze. Alles klar, ist die Sache mit dem Kerzenhalter. Und da kann man wieder reingucken. Nein, danke. Das musst du nicht unbedingt tun. Aber wir haben auch nichts zum Reinstecken. Gut so. Kommen wir gar nicht erst in Verlegenheit. Ja, also jetzt müssten wir hier ganz am Ende sein. Ja, genau. Mann, ich kann mir das nicht abgewöhnen, die wegzunehmen. Jetzt müssten wir eigentlich hier sein, wenn es hier nicht mehr weitergeht. Genau, hier geht es nicht weiter. Es geht nicht weiter. Gut, es geht nur nach vorne. Ich will nicht wissen, wo du hin willst, wo du eigentlich hin musst. Ich frage mich, was ich hier machen soll. Ja, hier ist das Licht noch nicht an. Oder ist es ausgegangen? Keine Ahnung. Da ist ja nichts mehr. Nee, das ist nur das Zurück. Oh, hier geht's weiter. Ja. Und das ist Licht auch nicht und an. Und hier ist auch noch Sag, nicht. Sind die alle ausgegangen oder? Haben sie oder? Die jetzt ausgemacht oder was? Gute Frage. Ist das ein Wechselschalter? Nein, ich meine, wenn du es nicht irgendwo anmachst, dass es woanders irgendwo ausgeht? Keine Ahnung. Das ist eine Sackgasse. Gut, immerhin hat er jetzt was gesagt. Ja. So,
So, wir sind wieder ja, wieder am Eingang. Sind wir wieder am Eingang. Die sind alle wieder ausgegangen. Alle wieder aus? Ja, sieht so aus. Es ist natürlich die Frage, ob man wirklich alle anmachen soll oder ob man nur bestimmte anmachen soll. Das wenn die wieder ausgegangen sind. Fässer, guck mal. Fässer mal haben wir noch gar nicht angeguckt. Ja. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Ja, tu das doch mal, leichte Berührung. Berühr sie doch mal ganz leicht. Nützt nichts. Geht nicht. Ja, jetzt sind alle wieder hier. Ich weiß auch nicht, ob man sie dann wieder anmachen muss oder was. Ob es überhaupt eine Rolle spielt. Irgendwo hat es so ein Geräusch. Ja. Also es wird offensichtlich registriert, weil der Zeiger ist weg und es dauert einen Moment, bis er wieder kommt. Also sieht das aus, als würde das vom Spiel registriert werden. So, hier ist also noch an? Die ist noch an. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir ja wieder da, also. Und die Karte verändert sich ja nicht. Hast du dir die Fässer schon angeguckt? Ja, die kann man nicht angucken. Genau. Da hinten sehe ich nichts. Ich sehe hier nur ein Loch. Nein. Nein, willst du nicht nochmal reingucken? Nee, es sieht so eklig aus. Ich kann ja nicht leiden, aber ich muss mir das hier nicht angucken. Da ist eine, die ist noch an. Da ist wieder keine, aber dafür ein hübsches Loch. Ja, ja. Da geht's nicht weiter. Gut. Ja, wo mögen wir sein? Ach, ich habe keine Ahnung. Es läuft die ganze Zeit über hier so rum. Ja. Und die Frage ist, wo musst du eigentlich hin überhaupt? Dahin. Ja, da oben hin, ne? Im Nee. Nee, ich bin nur mit drauf runtergelaufen jetzt. Mhm. Ah ja, okay. Und jetzt sind wir hier und hier geht's nicht weiter. Genau. Aber was tun, ne? Nach links geht's nicht mehr. Na gut. Nee, es geht nur vorwärts und nach rechts. Ja, aber auf der Karte sieht es so aus, als ob es da irgendwo Treppen, Stufen oder irgendwas gibt. Vielleicht muss man da irgendwie hin. Ja, das ist diese Fratze an der Wand, was da eingezeichnet ist. Aha. Hier. Ja, ach so. Vielleicht muss man mit der Fratze noch was machen, aber ja, eben. Was? Gehen wir mal hin. Ich bin jetzt eins, da müsste es noch eins weiter. Ah, guck mal, die Lampen sind jetzt an und bleiben auch an. Jetzt sind wir beim Eingang und das war, glaube ich, gegenüber vom Eingang. Ja, genau. Ja, da hat man noch nicht alle Lampen angezündet. Jetzt leuchten sie alle. Aber was soll ich hier machen? Kannst du ja nochmal genau. Nee, ist nicht mal rot. Es ist nicht mal. Es halt, wird war das? Nach nichts rechts. Rot. Na, du kann, hier kann man ja nach rechts, rechts und nach links gehen. Ja, das ist der Knopf. Ich sehe hier nichts. Mal irgendwas übersehen. Aber hier, die Karte gibt da nichts her. Nö. Da ist der Eingang. Da haben wir die Kugel draufgesetzt. Sag mal, hier an der rechts, ne? Diese runden Dinger, die da an der Seite so rauskommen, sind das Kugeln oder was? Hier, der ja genau da. Das was da. Ist das denn eigentlich? Oder was könnte das sein? Es sind an allen vier Enden. An allen vier Seiten ist das, ne? Gucken wir doch, ob da an allen vier Seiten eine Lampe ist. Ja. Wäre natürlich vielleicht ein Hinweis, dass in der Mitte alles aus sein muss und die vier an.
Gehen wir doch mal gucken. Genau. Mir fällt mal wieder nicht viel ein. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen sowieso Schluss. Wir haben es jetzt hier wunderbar, sind wir hier rumgelaufen, hat gezeigt, dass er richtig gut gehen kann und so. Ja. Jetzt ist er an der Kerze, sagen wir, das ist aber auch irgendwie. Wir können ihn noch mal reingucken. Da ist ja wieder so ein Ende, da geht es ja nicht weiter. Ja, hier sind wir wieder am Ende. Na gut, okay, also bis zum nächsten Mal dann. Ja, genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.